Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Disciples Liberation hier aus dem feurigen Heurig. Und es ist tatsächlich ein großer Tag für dieses Let's Play, denn es ist endlich das eingetreten, was ich schon erwähnt hatte oder vorangekündigt hatte. Es ist mittlerweile ein Update zum Spiel rausgekommen, was natürlich einige, ja, Fehler im Spiel behoben hat, aber auch, und das ist ganz entscheidend, einen Schwierigkeitsgrad oder mehrere Schwierigkeitsgrade ins Spiel eingepflegt hat. Und hier kann man interessanterweise auch genau sehen, wo der Unterschied zwischen den verschiedenen Schwierigkeitsgraden liegt. Am Anfang des Spiels werden wir wahrscheinlich einfach normal gehabt haben, beziehungsweise war das wohl einfach die Voreinstellung des Spiels, als es noch keine Schwierigkeitsgrade gab. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, auf schwierig haben die Feinde zum Beispiel mehr Lebenspunkte, sie machen mehr Schaden, wir bekommen durch nicht verbrauchte AP keine Heilung mehr und wir haben weniger Lebens- und Mana-Regeneration am Kampfende. Und die Regenerationszeiten für Lebens- und Mana-Brunnen sind auch ein bisschen länger. Ich habe mir vorgenommen, dass wir erstmal auf schwierig spielen und dann mal gucken, wie wir damit klarkommen. Generell habe ich mir da schon eine größere Herausforderung gewünscht vom Spiel. Die bekommen wir jetzt, hoffentlich. Da bin ich mal gespannt, wie ich damit klarkomme und wie lange es dauert, bis ich dann eben den Schwierigkeitsgrad wieder zurückstelle. Mal gucken. Unsere Hauptaufgabe ist es immer noch, in die Gruben zu gehen, denn wir haben ja mittlerweile für den Kampf hier in Heurig eine Fürsprecherin, nämlich diese komische Milzsammlerin. Und da wäre es jetzt theoretisch möglich, dass wir eben, ja, uns so als würdig erachten können, ein Verbündeter für die Dämonen sein zu können. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt als erstes machen oder erstmal schauen, dass wir noch einige Sachen hier erkunden und Nebenquests machen. Eigentlich können wir die Gruben uns eigentlich auch schon mal angucken. Denn das wird ja wahrscheinlich nicht das Ende dieser, dieses Gebiets sein. Also gehen wir mal in die Gruben rein und schauen mal, was hier so abgeht. Das sind Engelsruhen. Ich frage mich, was sie bedeuten. Das willst du auf keinen Fall wissen. Okay. Also sie weiß es offenbar. Da haben wir Noemi, Bethresens Geliebte. Okay. Das sind aber drei. Ach so, das ist No, das ist E, das ist Mi. Ja, sag das doch. Mein Gott. Wie soll ich denn das auseinanderhalten können? So, hier haben wir offenbar eine Kampfarena und hier steht einfach nur der Herr. Okay. Mehr nicht. Der Herr. Und sonst nichts. Auch cool. Auf jeden Fall haben wir einen Mana und einen Heilbrunnen, was irgendwie nahelegt, dass wir hier zumindest kämpfen werden. Wir können uns hier aber erstmal noch weiter hier in den Gruben umsehen und mal schauen, ob hier noch irgendetwas anderes Sehenswertes ist. Hier haben wir jetzt eine Schatzkiste. Hier kommt man wahrscheinlich auch später nicht rein. Dämonische Legionäre, die sehen jetzt aber so aus, als könnte ich die ganz gut besiegen. Höllengolems drei Stück. Niedere Teufel, Kultisten, kennen wir ja alle. Die kann ich auch einfach so besiegen. Dann klicken wir das mal eben hier schnell durch. Dann kommt ein bisschen Gold. Keiner steigt eine Stufe auf. Schade, aber egal. Ja, und hier ist ansonsten nichts. Können wir einen Hebel drücken. Hier ruht das erste Auge der geschmolzenen Monde. Lass den hier auch tot bleiben, wenn es dir nichts ausmacht. Okay. Lederhosen. Na, da können wir jetzt doch mal ordentlich zum Oktoberfest gehen. Nice. Ein bisschen Eisen. Okay, nochmal so eine große Statue. Hier ist auch nichts drin, außer so ein flammendes Auge. Erinnert ein bisschen an Sauron. Was haben wir hier? Ein Kettenhemd. Okay, da könnte man jetzt ja mal nachgucken, ob das irgendwas besonders Starkes ist oder so. Das wollte ich gar nicht. Ich will zurück. Ich weiß leider nicht mehr, welche Schuhe ich anhatte. So was Ärgerliches. Es waren irgendwelche Level 3 Schuhe. Ich glaube, es waren die hier. Weil die auch kritische Trefferchance plus 4 haben. Plus 4%. Und ich mich ja irgendwie größtenteils auf die kritische Trefferchance ja auch fixiert hatte. Ja. Das wird nichts sein, was ich jetzt irgendwie... was ich jetzt irgendwie gebrauchen könnte. Ich will nach wie vor natürlich hier auch die, den Succubus reinkriegen. Aber was auch geil ist, man kann jetzt Einheiten entfernen. Finde ich sehr cool. Also einfach hier durch die Mülltonne. Das ging ja vorher auch nicht. Das war ja einer der Kritikpunkte der Spieler. Dass man Einheiten kaufen konnte und dann konnte man die einfach nicht loswerden. Also sie mussten halt dafür sterben. Und das ist in vielerlei Hinsicht dann auch ein bisschen kompliziert gewesen, die loszuwerden, wenn halt einfach der Platz voll ist. Dann vorher alle Einheiten abmoken zu lassen in so einem Kampf ist auch sehr langwierig. Gucken wir uns mal Noemi, Bethresens Geliebte, an.
Vor dir steht eine Gruppe Krieger, die sich in etwas ergehen, was man nur als Selbstverstümmelung bezeichnen kann. Herzlich willkommen, ich bin Noemi. Nein, du bist No. Ich bin hier, um in den Gruben zu sterben und als Bethrasens Geliebte wieder aufzustehen. Mir ist es egal, ob ich siege oder nicht, aber steh nicht zwischen mir und meinem glorreichen Tod. Bethrasen bekommt Besseres als dich. Du sollst dem hohen Faden. Du solltest dem hohen. Oh Gott, nein. Ich bin Bethrasens wahre Geliebte. Wow. Du solltest dem Hohen Vater dienen. Tu Buße, kehre ins Imperium zurück und bete zum Hohen Vater. Es ist nie zu spät. Corisandre nickt dir zustimmend zu. Doch, das ist es. Wenn es den Hohen Vater gibt, wo ist er dann? Und doch ist Bethrasen überall um uns herum. Sieh doch sein Werk. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass er mich wahrnimmt, indem ich in den Gruben sterbe und mir einen Platz an Bord der Hellseelen verdiene, um zum Gott des Hasses segeln zu können. Du machst mir echt Angst, und das meine ich als Kompliment. Aber seien wir mal ehrlich, wenn du gegen Dämonen antrittst, werden sie dich in Stücke reißen. Wir wollen nicht gewinnen, nur tapfer sterben. Zu diesem Zweck haben wir von einem untoten Hexer gehört, der mit Kämpfertonikum handelt. Kennst du ihn? Falls ja, würden wir gutes Geld bezahlen für seine Ware. Ich habe den Mann getroffen. Ich habe den Hexer Johalmar getroffen, aber du solltest wissen, dass seine Waren gestohlen wurden. Ich habe mein Leben lang über die Dämonen gelernt. Irgendwie überrascht mich das nicht. Wer ist Bethrasen? Du willst also Bethrasens Geliebte werden? Bethrasen, der Gott des Hasses, der Nevendar für den Hohen Vater erschaffen hat. Dieser Gott. Und du. irgendwie ist die Vorstellung lustig. Er hat Nevendar aus den Trümmern tausend vergangener Epochen erschaffen, die Welt aus Liebe und Pflichtgefühl herausgestaltet. Aber er wurde von den niederen Göttern verraten und von den Engeln. Er wurde vom Hohen Vater eingekerkert, nachdem die, die ihn hintergingen, Nevendar zerrissen hatten. Er war ein Geschöpf der Liebe. Wir sind es, die ihn zu dem gemacht haben, was er heute ist. Du, ich, wir alle. Was ist die Helze denn? Du sagst, du hast die Helze denn erwähnt, das Schiff, das zu Bethrasen segelt. Ja, jenseits von Nevendar liegen die vier Himmel. Der vierte ist Bethrasens Gefängnis, Hel, inmitten einer feurigen See, in der er für alle Ewigkeit brennt. Wenn ein Dämon stirbt, segelt seine Seele auf den Hellsinnen über das geschmolzene Meer bis zu Bethrasens Auge. Was dann? Gut, ich habe diese Geschichte schon bei ein paar Bieren in der Kneipe gehört. Bethrasens Auge bleibt geschlossen, bis sich die Hellsinnen nähert. Ja, dann öffnet es sich und nacheinander wird über die Dämonen gerichtet. Wenn sie als wahre Krieger fielen, werden sie wiederbelebt, stärker als je zuvor. Und das ist auch für Sterbliche so, die Bethrasen Ruhm und Ehre bringen? Ha, genau. Also man, jetzt mal vom Storytelling abgesehen, unabhängig davon, ist die Lore, die sie sich ausgedacht haben mit diesen Göttern und so, die ist recht interessant, finde ich. Was weißt du über Heurig? Ich finde mich erst noch zurecht in Heurig, du kennst dich wohl schon besser aus. Und das bin ich. Auf Heurig gibt es viele Sekten der Legion, jede Sekte ist ein Orden. Ich weiß von vieren. Was sind das für Orden? So wie ich das sehe, kennt niemand alle Geheimorden, die die dämonischen Legionen befehligen. Nur Bethrasen. Ich weiß, dass der Orden der gespaltenen Zunge Heurig von den Schatten ausregiert, unter seinem Anführer, dem Sakristen. Die anderen, von denen ich gehört habe, sind der Orden der Roten Sonne, sie sind Krieger, und der Orden des Schwarzen Mondes, der sich den arkanen Künsten verschrieben hat. Und dann noch der Orden der Vernarbten, der vom sogenannten Hegumen angeführt wird. Sie nennen ihre Schar Postulanten, aber mach dir nichts vor, für sie sind wir angekettetes Vieh. Ich werde den finden, der das Kämpfertonikum gestohlen hat. Es klingt zu mächtig, als dass man es in nichts anderen Händen lassen sollte. Johalmars gestohlene Waren. Ja. Und das ist jetzt ein Quest, der sich mittlerweile durch zwei Quests zieht, mehr oder weniger. Wir müssen irgendwie diese Waren finden. Ich habe allerdings keine Ahnung, wo die sein könnten. Vielleicht sollten wir das erledigen, bevor wir hier irgendwas tun. Und denen das Kämpfertonikum geben. Ich meine, es wird ja wahrscheinlich sowieso darauf hinauslaufen, dass wir gegen die in den Gruben antreten werden. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal schauen, wo sich hier was befindet. Hier haben wir einmal ein bisschen Gold. Eine... Boah, wobei... Diese Mine sollten wir eigentlich auch relativ easy einnehmen können. Oh, da ist unsere Kriegspriesterin direkt mal aufgestiegen. Und wir haben eine Goldmine hinzugewonnen. Nice! Was haben wir hier noch mehr Gold? Ballist der Berserker.
Und die Uru-Minen. Das Interessante ist, der ist kein Gegner, zumindest per se nicht. Vor der Uru-Höhle geht ein bestialisch aussehender Mann nervös auf und ab. Das Metall! Es ist vor meinem Auge zum Leben erwacht! Es hat sich bewegt! Es hat geschrien! Es hat getötet! Beruhige dich und erzähl mir, was passiert ist. Die Postulanten, so nennen sie uns Arbeiter, sind noch dort drin gefangen. Der Stein und das Metall haben sich von selbst bewegt, geblubbert, Feuer gespien. Es hat sich in Dämonen verwandelt. Sie sehen aus wie deine Rüstung. Sie stellten den Postulanten des Kreises des sengenden Herzens nach, um sie aufzuhalten und zu töten. Ich regle das. Ich werde herausfinden, was in der Mine vor sich geht. Du bleibst hier. Okay. Hier geht also irgendetwas vor sich, ja? Das klingt irgendwie nach Golems. Herr Erwi, ich bin mir nicht sicher, dass das eine Statue ist. Ich glaube, das ist eine Mumie. Dämonen balsamieren ihre Körper ein, als Warnung an Eindringlinge. Das weiß jeder. Ah ja, natürlich. Das ergibt vollkommen Sinn. Wäre der Text nicht immer so schnell weg. Okay, also das ist keine Statue, sondern eine Mumie? Really? Diese Maschinen sehen aus, als wären sie mit irgendeinem größeren Bauwerk unter ihnen verbunden. Ja, wahrscheinlich. Kettenstiefel. Oh, 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 oh. Sieht aber machbar aus. Haben wir gegen die Zauberin schon gekämpft? Ich glaube ja, oder? Kettenblitz? Diese dämonischen Jünger sind Beschwörerin jener finsteren Magie, die die Seiten des Grimoires der Dunkelheit pechschwarz färben. Sie sprechen in den vielen Zungen und Stimmen von Bethrasen. Ich meine, wir haben die schon bekämpft. Krass, wie viele Rang 2 Viecher hier sind und der sagt trotzdem, ich kann die easy besiegen. Da oben ist noch was. Das sieht schon ein bisschen härter aus mit diesen ganzen Berserkern da drin. Berserker waren ja, glaube ich, auch Rang 2, ne? Oh. Da ist auch jemand, glaube ich, sogar Rang 3 dabei. Passt alle auf, wo ihr hintretet. Du meinst, damit wir nicht in diesen Lavafluss fallen? Elkott, die Metallurgische. Dämonische Liga. Alter! Was zur Hölle einfach? Habt ihr gesehen, was da abgeht? Ist ja absurd. What? Da ist, glaube ich, ein Vieh Rang 4 dabei. Was geht denn hier ab? Was sind hier für Viecher? Sicher, dass ich mich hier schon umsehen soll? Das ist ja schadhaft. Disparter, Händler sterblicher Waren. Okay. Tief in den uralten Minen entdeckst du makelloses, reines Erz, das auch unveredelt, beinahe wunderschön ist. Avi, schau dir das an. Jede wette, dass dieses Erz ein kleines Vermögen wert ist. Netter Fund. Irgendetwas werden wir schon damit anfangen können. Klar, verkauf es. Kehre mit dem Erz zu Elkott zurück. Hä? Wir haben mit der noch gar nicht geredet. Woher weiß ich, dass ich das der geben soll? Vor allen Dingen ist es einfach alles sehr leicht. Macht hat ihren Preis. Elkott, die Metallurgische, ist in ganz Heurig als die beste Schmiede im gesamten Land bekannt. Es heißt, sie wäre diejenige, die einst den berühmten Uru-Dolch schmiedete. Nun ist sie hier und versorgt Krieger von den Gruben bis nach Niflheim mit Waffen. Sie weiß von einer Waffe, die für dich geschmiedet werden will, doch der Preis ihre Erschaffung ist hoch. Wir kämpfen jetzt erstmal gegen die. Auch die kann ich einfach so besiegen. Seriously, why? Nein, ich muss jetzt einfach auch mal wieder kämpfen. Das ist der erste Kampf, den wir auf dem schweren Schwierigkeitsgrad haben. Da kann ich jetzt nicht einfach zögern. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. So, als erstes Mal ist Avi dran. Warte mal, was war nochmal mit denen? Die konnten irgendwas Besonderes. Ah ja, wenn der 50% erreicht, dann haben wir ein Problem. Wirbelwind ist halt auch fies, weil das so ein
Umdrehungsangriff ist. Ich würde hier jetzt erstmal warten. Ich glaube, ich warte mit ihr erstmal, genau. Der Fernschuss. Auf den Superbus am besten. Ah, ist zu weit weg, aber die können wir erreichen. Ah, perfekt. So, jetzt werden die Berserker... Hä? Wieso warten die Berserker? Die sind ja gar nicht doof. Die warten. Warum warten die? Seit wann sind die so klug? Aber ich kann viel länger warten als du. So dumm. Los, Eamar. Eamar ist ungelogen mit die stärkste Einheit überhaupt. Das ist halt wirklich krass, was der vom Stapel lassen kann. Man kann jetzt übrigens die Schnelligkeit auch auf 300% stellen. Aber aktuell will ich das ehrlich gesagt nicht. Das lassen wir erstmal. So, jetzt müssen sie irgendwas tun. Du bist Made. Kein Grund zur Eile. Ich werde deine Wunden lecken. Ja, dumm sind die nicht. Schnell. Das ist nach wie vor ultra stark. Dein Fleisch ist so Hass. Kommt ruhig, ihr Berserker. Autsch. Okay. Das ist wirklich nicht ohne. Vielleicht sollten wir so schnell wie möglich dahin gehen. Na, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal den Berserker ein bisschen angreifen. Das Gute ist, er hat seinen Wirbelwind schon benutzt. Der kann also kein Problem mehr für mich werden. Brücke vor. Hier haben wir ihn immerhin in die Zange genommen. Drängt sie zurück. Sehr schön. Für die Ehre. Zermürbt den Feind. Peitschen. Ich bin gerade sehr dafür, den einfach schon umzuboxen. Zwillingsmonde, rot und blau. Wow! Das war eindrucksvoll. Du wirst gelandet. Hey. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was sie gemeint haben, als sie sagten, joa, der Schaden ist halt höher. Die Kälte begünstigt uns. Wir müssen den auf jeden Fall mal irgendwie in die Nähe bringen, denn um den herum haben wir doch Regenerationsaura, oder nicht? Ich meine, das war so. Regenerationsaura, genau. Das heißt, es ist wichtig, dass er zumindest irgendwie in der Nähe ist. Jetzt müssen wir mal eben schauen. Wie ist es denn, wenn wir... Brennende Strahlen sind natürlich ganz gut. Allerdings finde ich auch die Erdspeere nach wie vor ganz nice. Killt auf jeden Fall fast beide. Ich werde deine Wunde. Den lassen wir dann ansonsten da stehen. Verstümmelnder Schuss. Die müssen auf jeden Fall, also die drei müssen jetzt auf jeden Fall in der Runde sterben. Das ist klar. Eamar könnte zumindest den töten. Na, ich glaube, wir versuchen mal den so ein bisschen aufzuhalten. Stark und beweglich. Okay, ich ziehe, glaube ich, die erstmal so ein bisschen zurück. Ja, du kannst ja nur den Dunkelwächter hier angreifen. Ist zwar in die Zange genommen, macht jetzt aber auch nicht so wirklich viel Schaden. Tot. Jawollo. Der Feind soll in der Rüstung brennen. Die stellen wir jetzt mal hier hin. Du noch einen schönen Angriff hier machen. Ihr seid zu nah. Und noch einen Angriff. Ich kapituliere niemals. So, Eamar, wie verbleiben wir denn mal bei dir? Der Tod?
Wir hauen den mal eine rein. Du wirst gelandet. Hinfort, Fest der Dunkelheit. So. Friere. Und verkühlt. Grundsätzlich würde ich mal sagen, das läuft doch ganz gut. Ja, der kann jetzt noch was machen, macht ein bisschen Lebensentzug. Er trifft noch nicht mal irgendwas und jetzt haut er sowieso ab. Das gibt's ja nicht. Autsch. Ah, geil. Der ist sogar ausgewichen, unser Freund hier. 1500 Lebenspunkte. Okay, das erklärt einiges. Das erklärt zum Beispiel, warum das so lange dauert, die klein zu kriegen. Spreche die Linie. In der Offensive. Wir okay, das war geil. Kein Bullet Time Effekt, der ist auch neu. Das reicht, glaube ich, nicht mal, oder? Wenn wir jetzt mit dem losziehen. Ah, warte mal, das Gelbe kann man ja auch als Bewegung benutzen. Das heißt, wir können ja einmal schön durchrennen. Irgendwen heilen. Wir könnten den vielleicht ein bisschen heilen. Stark und schnell für den Kultisten. Autsch! Der Tod ist mein Begleiter. Jetzt hör doch mal auf abzuhauen. Das ist stressvoll. Ich rücke aus. Da kommt jetzt halt eher mal und rettet den Tag. Stirb. Vater, leite mich. Corisandre reicht leider nicht ganz. Aber wir kennen ja die kranke Reichweite von den beiden. Deswegen habe ich sie auch in meiner Gruppe. Nice. Richtig cool. Und erledigt. Ja. Also, das war jetzt nicht viel schwerer als sonst. Aber der Schaden, der haut halt schon rein, hatte ich das Gefühl. Also da muss man schon ein wenig aufpassen. Dass man eben nicht diese großen Probleme bekommt. So komplett Brain AFK will ich das Spiel halt auch nicht machen können. Könnte überlegen, ob man den Mana-Brunnen nutzt. Okay, ich glaube, die Gruppe ist nicht schwach. Ja, wir haben hier nämlich einen Höllenritter und der ist komplett neu. Einst hatten die Höllenritter dem Hohen Vater die Treue geschworen. Doch unter dem Eid der Dezimierung wurden ihre verdorbenen Seelen wiedergeboren. Niemand darf sein pervertiertes Schwert niederlegen, bis alle vor dem dunklen Engel knien. Oder bis es auf Nevendar niemanden mehr gibt, der knien kann. Wow. Mensch, Nahkampf, Rang 3. Ziemlich gute Widerstände, 110 Initiative, aber 285 Kraft ist heftig und kritische Trefferchance 20 auch. Dazu diese Lebenspunkteanzeige. Flammenschlag, schlägt mit einer brennenden Klinge zu und fügt zur Uhr Schaden zu, fügt dem Ziel auch brennend hinzu. Feuernova, entfacht Flammen um den Höllenritter und fügt allen Gegnern Urschaden zu. Gott. Auge um Auge. Jedes Mal, wenn der Höllenritter von einem angrenzenden Gegner angegriffen wird, schlägt er mit Flammenschlag zurück. Das ist ja fies. Das ist wirklich fies. Oh, und ansonsten haben wir eigentlich nur diese Besessenen. Und Succubus. Das sollten wir hinkriegen. Also wenn der Höllenritter down ist, dann haben wir gute Chancen zu gewinnen. Das sind natürlich, wie gesagt, relativ viele hier. Das Blöde ist halt direkt, dass er... Also er wird direkt angreifen. Und er wird halt auch direkt seine Feuernova einsetzen. Das könnte ekelhaft werden. Deswegen muss man sich jetzt mal genau überlegen, was man macht. Ich könnte halt warten, klar. Ich kann auch versuchen. Das macht nicht wirklich viel Schaden. Wotans Haut. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Also hier werde ich wahrscheinlich erst noch warten.
Oh, das klang, das sah jetzt nicht schlecht aus. Leider kriegt direkt der Höllenritter die Stärke. Okay, das hat mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Denn besonders klug war das jetzt nicht. Ja, das macht natürlich auch nicht besonders viel Schaden. Oh, okay, ausgewichen, gut. Schild nach vorn. Spürt die gewöhnliche Macht der Elfen. Jetzt greift er wieder an. Ja, ich brauchte jetzt aber hier auf jeden Fall die Dunkelgarde. Die wird nämlich gleich ein bisschen Schaden tanken müssen. Wie kann es eigentlich sein, dass diese blöden Besessenen stärker sind als die Höllenritter? Okay. Seriously, guckt euch das an, wie stark die sind. Damit warte ich noch. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Zersplittere. Ich heile mal Eamar, den brauche ich nämlich. Kein Grund zur Eile. Kosten wir den Moment aus. Für den Feuergott. Blut und Widerstand stark, bla bla bla, süßer Kuss, verwirrt, alles klar. Nein! Was tut er? Eamar, du Mistkäfer. Okay, Ich gehe schon. Der Schmerz ist ein Schmerz. Demoralisiert, egal, das war voll wichtig. So. Wir werden siegen. In der Offensive. Perfekt. Wir müssen die Besessenen down kriegen. Ah, fuck. Leider verstärkt jetzt. Oh nein, der ist, glaube ich, fast down jetzt. Ja. 1, 2, 3, 4. Ja, der ist wahrscheinlich tot jetzt. Jo, tschüss. Schade um ihn, aber so schnell geht das manchmal. Die sind ein bisschen ein Problem gerade. Oh. Wir können den Höllenritter erledigen. Wenn das nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht. So, du gehst jetzt mal hier hin. Und machst nochmal die Erdspeere. Alles andere wäre, glaube ich, unverantwortlich. Wir müssen die loswerden. Wir könnten den töten. Bewegungsunfähig. Okay, wir können einen aus dem Spiel nehmen. Wie wär's mal mit dem hier? Wir ziehen uns ein bisschen zurück. Bei ihm können wir jetzt... Oh, wir können den erledigen. Das Blöde ist, dass Eamar verwirrt ist. Und wenn Eamar verwirrt ist... dann sieht das Ganze nicht ganz so gut aus. Hier, ich glaube, ich muss hier hingehen. Und den machen. Der trifft doch mehrere, ne? Ja. Mir nach. Zurück. Perfekt. Die Zwillingsmonde, rot und blau. Ich bin gerade sehr, sehr glücklich, dass ich Avi geheilt hatte. Balthasar, Eulentod. Fleisch ist ein Gefängnis. Oh, die kriegen ordentlich Schaden. Okay, bei Avi müssen wir aufpassen. Oh, wir können eher mal endlich mal sinnvoll nutzen. Das ist ja schön. Hier schwebt mir was ganz Bestimmtes vor, wenn ich jetzt hier hingehe und hier baller. Wo
Wobei wir könnten auch. Wir machen mal so. Dann kriege ich ja hier ein Gespenst. Ja, erstmal die ganzen Buffs durchexerzieren, ist klar. Jetzt hol ich mir noch einen. So, und bei Corisandre muss ich jetzt einmal Dunkelgarde und Avi heilen. Das ist, glaube ich, mehr als wichtig. Hat sie natürlich nicht gemacht, super. Großartig, Corisandre, großartig. So, tot. Mann, immer diese fucking Kacke, die dazukommt. Ich weiß nicht, ob das reicht, um den zu erledigen. Wollen wir mal gucken. Ah, vermutlich nicht. Aber sie hat... Warte mal, sie hat ja diese Debuffs. Beziehungsweise die Dots. Ja. Perfekt. Aber das war nicht ohne. Wir haben sogar eine Einheit verloren. Und das finde ich halt gut. Also... Es ist nicht so schwer, dass man jetzt wirklich von einer krassen Herausforderung sprechen könnte. Aber immerhin erleidet man mal Verluste. Und ich meine, das muss man auch bei den ganzen Rohstoffen, die wir halt haben. Das wird ja auch sonst irgendwann langweilig. So, und jetzt kann man mal überlegen, was man wieder mit reinnimmt. Ich würde jetzt einfach erstmal hier wieder so einen Soldat mit reinnehmen. Überlege aber gerade, ob ich... Vorher mal nach... Ach, nach Ilien kann ich gerade nicht gehen. Okay, wir nehmen erstmal den Mana-Brunnen mit. Und reden jetzt mal mit Alcott. Die metallurgische. Hier geht's ja auch noch weiter. Eisen. Gifttranken. Holy shit, ey. Was sind das für Units? Die habe ich noch nie zuvor gesehen. Arkanflux. Erfordert Begleiter, der Schlösser knacken kann. Das haben wir jetzt schon häufiger gehabt. Naja, reden wir mal mit der Ollen hier. Das Schwarzpulver an deinen Fingerspitzen, das Zischen von heißem Eisen, kaltem Wasser, der metallische Gestank, der schwer in der Luft liegt. Ich habe eine Schmiedin gefunden. Das erinnert dich an deine Kindheit, als du deinen Vater die Eimer tragen halfst und für ihn den Boden wischtest, als er die königlichen Dolche für die verborgene Brigade schmiedete. Du willst eine Klinge? Sag mir erst, was es kostet. Kein Schmied arbeitet kostenlos, nenn mir deinen Preis. Ich stelle keine Forderung, aber die Klinge tut es. Bring mir Erz aus den Klippen am östlichen Rand dieser Höhle. Dafür ist die Klinge dann dein. Ja, bei mir im Laden ist es auch so, dass nicht ich nach dem Preis verlange, sondern die Kasse. Also dementsprechend trifft mich ja auch keine Schuld. Ich gebe dir das Erz. Wie die Schicksalshand es will, waren wir schon bei den östlichen Klippen. Schau. Du lässt den schweren Sack Barren auf den rußgeschwärzten Boden fallen. Beim Aufprall entsteht ein seltsam schöner Klang. Alcott verschlingt das Erz und legt sich dann auf die gehärtete Oberfläche des Schmiedetisches. Ihr Bauch ragt hervor und pulsiert, bis sich eine Form abzeichnet. Es ist eine Waffe. Sie schneidet sich ihren Weg frei, als würde sie leben und verzweifelt an die Luft wollen. Die Klinge ist geboren. Nimm sie. Sprachlos und entsetzt tust du, wie dir geheißen wird. Jetzt geh. Lass meiner Schmiede ein wenig Zeit zum Heilen. Wenn du bereit bist, das nächste Opfer darzubringen, können wir die Klinge weiter stärken. Ich habe dir das Erz bereits gegeben. Du hast mir nichts gegeben, du gabst der Klinge das Erz und jetzt musst du ein Leben nehmen, um ihr Leben zu verleihen. Sie verlangt das Leben einer gewissen Pokong. Dispata handelt mit sterblichen Waren, sag ihm, Alcott hat den Wunsch deiner Klinge gehört. Ich werde mit einem Opfer zurückkehren. Die Macht ist verführerisch, aber ich bin noch nicht bereit, diese Geschäfte zu machen, noch nicht. Finde den Händler für sterbliche Waren, Klinge des Mordens. Na, das klingt ja echt sympathisch. So, weiß ich nicht, so... Artikel des Monats Kassenartikel des Monats mäßig nett. Kraft 38, kritische Trefferchance 5. Und das auf Rang 1. Das ist schon relativ aussagekräftig. Das würde ich mir ehrlich gesagt gerne in Ilien mal eben angucken. Deswegen wir diesen Dungeon mal kurz verlassen müssen.
Aber die Uru-Minen, auch wieder so ein Dungeon, der komplett eskaliert, oder? Habe ich das Gefühl. Nicht ohne. Und schwere Gegnergruppen da drin. Also Rang 3 Kreaturen und so. Da muss man sich schon gut überlegen, ob man sich mit denen anlegen will. So, Ressourcen sammeln. Was haben wir denn hier schönes? Göttliche Essenz, ein bisschen Ur-Essenz, unheilige Essenz. Haben wir ja jetzt alles mittlerweile. Nicht so besonders viel, aber immerhin ein bisschen was. Kann man schon mal nichts gegen sagen. Die entweihte Kirche. Was haben wir da noch? Genau, da haben wir diese niederen Teufel. Die wir aber eigentlich auch gar nicht haben wollen. Können wir Phasen verschieben. Ich hole mir mal eben den zurück. Denn ich will hier die Einheiten ausbilden. Ich bilde die alle aus. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir sie uns alle holen. So, hier kann ich leider noch nichts verbessern, obwohl ich es gerne würde. Auf Stufe 2 kriegen wir hier die Wehrleoparden. Wobei ich gerne... Todesfeen. Ich hätte gerne die Werwölfe. Und da hätte ich gerne einen im hinteren Abteil in der zweiten Reihe, denn die erhöhen die kritische Trefferchance, was natürlich enorm ist. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise vorstelle, dass wir den Werwolf hinten noch haben und dann noch Ormeriel in unsere Gruppe nehmen, die ja, wenn man sich in ihrer Nähe aufhält, ja auch kritische Trefferchance erhöht, dann wird das ziemlich übel. Wir können das sogar verbessern, da ist ja ein schöner Turm dazu gekommen. Jetzt können wir die Todesfeen und die Werwölfe mit reinnehmen. Na, das ist doch was. Look at that, das gefällt mir noch. Werwölfe, Todesfeen. Werwölfe, wie gesagt, zweite Reihe, bessere kritische Trefferchance und körperliche Kraft erhöht. Ziemlich gut. Sollten wir auf jeden Fall einmal anwerben und ich würde auch eine Todesfee anwerben. Wobei, bei der Todesfee warten wir mal. Da bin ich noch nicht so ganz überzeugt von. So, dann hatten wir den Mana-Baum. Hier können wir aktuell sowieso nichts machen. Dunkelgarde haben wir ja angeworben, genau wie Wildelfen, Scharfschützen haben wir auch in unserem Repertoire. Tempel der Jahreszeiten war das mit... Ach ja, das war das. Ausrüstung verbessern. Wollte ich mal das Schwert des Mordens. Des Mordens. Das ist schon ziemlich heftig. Burghang 2 geht noch nicht, ne? Ne, erfordert weitere Fortschritte. Und so viel Erz haben wir gerade auch gar nicht. Trotzdem krass. So, jetzt ist natürlich die Frage. Zweite Reihe. Gewährt Verbündeten Regeneration. Das ist cool. Gewährt Verbündeten Unheiligen Schutz und Entgehen. Entgehen ist auch nicht schlecht. Was hat die? Körperliche Kraft. Das hat er auch. Und er hat sogar noch was mehr. Dann können wir sie eigentlich durch ihn ersetzen. Aber erstmal werden wir ihn ausbilden. Denn es kann ja auch irgendwann mal sein, dass wir ihn mit in unsere Gruppe nehmen wollen. So, dann ersetzen wir die. Ich weiß gar nicht, ob 36 jetzt mit dem Buff von denen ist. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Wir kehren jetzt erstmal zurück. So, und jetzt wollen wir noch das neue Schwert reinnehmen. Dass er nochmal ein Stück stärker ist hier. Ja, und genau, das können wir eben nochmal gucken. Wenn wir jetzt nämlich Ormeriel noch reinnehmen. Gewährt Verbündeten innerhalb von zwei Feldern und Ormeriel bessere kritische Trefferchance, angefeuert und entgehen. Ist halt krass. Denn dann hätten wir alleine durch den Werwolf, das haben wir nicht gespeichert, alleine durch den Werwolf und Ormeriel hätten wir 30% höhere Trefferchance, kritische Trefferchance. Das ist halt echt übel.
Aber ich denke, ich lasse es erstmal so. Wir können halt leider nur zwei Gefährten reinnehmen. Und Eamar ist zu stark und Corisandra heilt halt. Und Heilung ist so wichtig in dem Spiel, dass ich da jetzt noch nicht unbedingt rangehen will. So, jetzt müssen wir mit Disparta reden. Ein Dämon flüstert mit geschlossenen Augen Befehle an die besessenen Sterblichen in der Höhle. Als du dich näherst, hört er auf zu flüstern und schaut zu dir. Alcott, die Metallurgische, schickt mich. Eine Klinge, die sie schmiedet, flankt nach einer Pokon. Sie ist hier und du kannst sie haben, wenn du bezahlst. Ich bezahle jeden Preis, 500. 500 was? 500 was? Das steht da nicht. 500 Yen? 500 Spermien? 500 Murmeln? Ich habe keine Ahnung, worüber wir hier reden. Hier, jetzt gib mir Pokon. Ich weiß es immer noch nicht. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ich werde völlig im Unklaren gelassen. Disparta flüstert der besessenen Sterblichen einen Befehl zu, die wie in Trance zu dir geht. Darf es sonst noch was sein? Ja, ich hätte gern 200. Und ein bisschen was von der dicken Groben. Was machst du hier? Du hast die Sterblichen hier offenbar irgendwie unter Kontrolle. Zerbrechlich als ihre Körper ist nur ihr Geist. Man muss sie nur ein wenig überreden, bevor sie für einen Erz in den Minen schürfen. Also überrede ich sie. Ein wenig. Warum verkaufst du besessene Sterbliche? Ich dachte, die Besessenen, die Postulanten der Unheiligen Legion, würden nur als Arbeiter und Soldaten dienen. Für die meisten trifft das zu. Aber ich hasse Engstirnigkeit. Wie kontrollierst du die Sterblichen? Du scheinst Postulant durch geflüsterte Befehle zu kontrollieren. Dazu nur dies. Worte sind der erste Schritt, seine Gedanken real werden zu lassen. Wenn du sie weise wählst, sind Worte mehr als genug. Der ist ja ganz philosophisch. Ich komme wieder, wenn ich sonst noch etwas brauche. Keine Frage. Kehre mit Pokon zu Alcott zurück. Pokon die Verhüllte. Ist das nicht ein Mark Forster-Song? Pokon, Pokon. Ich höre es im Beton. Nein, das war was anderes. Okay, dann geben wir jetzt Pokon. Pokon, Pokon. Pokon, Pokon. Und dann mal gucken. Es muss ein Tausch stattfinden. Damit eine Klinge in meiner Schmiede geboren werden kann, verlangt es jemanden namens Pokon. Wow. Was stellst du da gerade her? Das sieht tödlich aus. Was ist das? Du zeigst in Richtung des Stapels exotischer, tödlicher Dinge. Der Schreckenspflege von Drekazu, geschmiedet aus den Hörnern der Pandemonien für einen elfischen Wächter in den Weißlanden. Wow. Warum kann ich mir die Waffe nicht selbst aussuchen? Ich verstehe nicht, warum du die Klinge auswählen solltest, die du für mich herstellst. Nicht ich, die Klinge hat dich erwählt. Es gibt bereits eine Verbindung, obwohl die Waffe noch nicht einmal geboren ist. Du bist eine interessante Schmiedin. Die Schmiede, die ich kenne, testen den Käufer nicht vorher. Ich bin Alcott, die Metallurgische. In der fünften Epoche brachte ich den Uru-Dolch zur Welt. Geerntet in Norden, am Schicksalsbrunnen. Geerntet wahrscheinlich. Schicksalsbrunnen. Das kommt mir bekannt vor. Mit dieser Klinge sollte sich Bethersen in sterblicher Gestalt erheben und sich die Welt zurückerobern. Unsere Pläne wurden durchkreuzt. Die 3000 Jahre seitdem habe ich hier verbracht und mich vorbereitet. Klingt nach ziemlich langweiligen 3000 Jahren. Was hältst du von den Schmieden des Imperiums? Bevor er getötet wurde, war mein Vater ein Schmied. Er war ziemlich berühmt. Zumindest in den Niedern. Ihr beiden würdet euch sicher gut verstehen. Ich wäre geehrt, deinen Vater kennenzulernen. Obwohl das für mich etwas anderes bedeutet als für dich. Wo ist der Rest deiner Schmiede? Hier sind so viele Waffen, aber deine Schmiede ist kaum mit Werkzeug ausgestattet. Meine richtige Werkstatt ist in Barad-Nor. Dort bin ich nicht nur Schmiedin, sondern eine Architektin für eine Waffe, die mächtig genug ist, einen Gott zu töten. Einen ganz bestimmten Gott. Er ruft nach ihrer Entstehung und nach seinem eigenen Untergang. Das klingt nach Mortis. Du schaust die Dämonenschmiedin argwöhnisch an und wunderst dich, ob sie den Verstand verloren hat oder ob an ihrer Behauptung etwas dran ist.
Diese Klinge brauchte also Leben. Also zu dem Thema. Ich biete ihr Pokong die Verhüllte. Wenn die Klinge Macht will, dann soll sie Macht bekommen. Pokong vortreten. Du deutest auf die hilflose besessene Frau. Wie in Trance nimmt sie Alcotts erste Waffe und tritt nach vorn. Alcott renkt ihren Kiefer aus. Ihr Maul dehnt sich, bis es so groß ist, dass der junge Krieger hineingehen kann. Oh Gott. Wie zuvor dehnt sich Alcotts Körper zu einer grotesken, knolligen Masse aus, die dann von der Waffe in ihr aufgeschnitten wird. Nimm, was dir gehört, mächtige Kriegerin. Die Klinge erwartet dich. Aber du musst wissen, dass sie nach mehr giert. Sie ist unersättlich. Sie flüstert den Namen Horkos. Kehre nach einer wichtigen Schlacht zurück. Das ist genau wie 500. Woher soll ich wissen, was das ist? Woher? Toll. Merkt ihr was? Die Waffe ist jetzt stärker, aber sie ist wieder Rang 1. Ich wurde also betrogen. Toll. Heißt es jetzt wirklich, kehre nach einer wichtigen Schlacht zurück? Ja. Das kann ja dann nur irgendwas hier sein. Im Umkreis, sag ich mal. Hau ab! Gut. Mit dir will ich mich nämlich nicht wirklich anlegen, denn ich glaube, dass dieses Vieh, was damit in dieser Gruppe ist, ein Level 4 Vieh ist, also ein Rang 4. Eine Rang 4 Kreatur. Das könnte relativ böse enden. Kritische Trefferchance plus 8%, Initiative plus 14. Ja, wir reden hier schon von ganz guten Dingen, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Sehr schön. Schauen wir uns weiter um. Wir sind hier ja noch nicht durch. Die Gruppe haben wir noch, die flieht wahrscheinlich. Irinien. Man sagt, dass ihre benetzten Pfeile stets ins Herz treffen. Eine beeindruckende Leistung, wenn man bedenkt, dass sie selbst nie ein Herz hatten. Die sehen aber cool aus. Fernkampf. 120 Initiative, Kraft auch relativ viel. Leben relativ viel, die schweben. Blitzpfeil. Schießt einen Pfeil voller Elektrizität ab und fügt unheiligen Schaden zu. Fügt dem Ziel verlangsamt hinzu. Schattenfall. Lässt Pfeile aus Dunkelheit auf Gegner und das Zielgebiet herabregnen und fügt zu unheiligen Schaden zu. Fügt den Zielen geblendet hinzu. Heilt Verbündete innerhalb von zwei Feldern in Höhe von 35% des Schadens, den die Irinie zufügt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Tödlicher Schuss ist die zweite Reihe Fähigkeit. Schießt einen elektrisch geladenen Pfeil auf das Ziel mit den niedrigsten LP ab und fügt unheiligen Schaden zu. Ich finde es immer schade, wenn das nur auf einen Gegner geht. Das ist einfach cooler, wenn das mehrere sind. Und dann eben halt ein Buff oder so. Okay. Müssen wir mal eben gucken. Ah, die haben ja auch relativ viel. Trifft bis zu 3 Gegner. Wir warten erstmal ab. Ziel anvisiert. Das war jetzt nicht besonders hilfreich. Schaden, are you kidding me? Die sind doch nur Rang 1, oder nicht? Das ist ein ziemlicher Low-Bob-Move, ganz ehrlich. Ja, genau. Ich hatte nie eine Chance, was soll ich denn tun? Ha. I am upset. A little bit. Spüren die gebündelte Macht der Elfen. Vor allen Dingen macht das einfach gar keinen Schaden hier. Oder wenig Schaden.
ich glaube, wir werden denen jetzt erstmal ein bisschen Schaden zufügen. Eamar muss hier eigentlich weg. Ich muss auf jeden Fall wenigstens einen von diesen Golems loswerden. Ja, perfekt. Der ist weg. Die sind beide verwirrt sind die beide, ne? Verwirrt, Initiative in einer Chance, genau. Es kann also gut sein, dass die gar nicht mehr anständig treffen. Das Einzige, was ich hier wirklich effektiv machen kann, ist der und dann den. Da treffe ich dann wenigstens drei Stück von denen. Aber ich finde es halt wirklich krass, wie viel Schaden die machen. Das ist wirklich ein bisschen bedenklich. Okay, der wird vielleicht auch so drauf gehen. Beziehungsweise da kann sie nachhelfen. Nein! Das wollte ich nicht! Mann, ich hasse das schon wieder. Der Bastard ist ja auch noch da. Wenn ich Glück habe, sterben die so. Hab den Feind im Visier. Brauche Deckung. Ich hoffe, die sterben so. Das wäre schön. Ich kann leider nicht gucken und das nervt mich ein wenig. Ah doch, jetzt kann ich's. Vergiftet und blutend. Ja, das muss eigentlich reichen, um die beiden zu töten, oder? Wir sind der letzte Winter. Jetzt hat er auch zum Glück nur noch den normalen Bogenschuss und nicht diesen vergifteten Pfeil. Ja, das ist nicht so schlimm. Oh nein, Eamar. Okay, er lebt noch. Oh oh. Okay, du musst auf jeden Fall hier hin. Ihr seid nah. Nice. Gut so. Du wirst mir noch dienen. Gut. So, was machen wir? Wir brauchen Heilung für Eamar. Oh, von denen erledigen. Oh, Gott sei Dank reicht es. Aber auch nur, weil er sich bewegt hat, der Vollidiot. Sonst wäre er noch am Leben gewesen und hätte immerhin die Dunkelgarde hier angreifen können. Ja, der hat es nämlich klüger gemacht. Der hat es viel klüger gemacht, mein Gott. So. Bewegungsunfähig, perfekt. Du bewegst dich nicht mehr. Der hat blutend, der hat auch blutend. Die werden wahrscheinlich also beide sterben, wenn sie einfach nur dran sind. Ja, den kannst du ruhig angreifen, das ist mir egal. Ja, los, los. Das ist mir wirklich egal. So, Ich bin der Berg, ich bin der Strom. Wie gesagt, der stirbt ja, glaube ich, so. Oh, ich werde es genießen. Stirb! Der könnte auch so sterben. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal in den Angriffsmodus schalten. Vernichte diese Unreinheit. Bevor der noch Schaden zufügen kann. Wie es nicht ganz reicht. Das nervt so.
Ja, der ist aber down. Autsch. Gib mir mal Solonia als Nebel. Das ist wenigstens noch mal ein bisschen Heilung. Oh. Perfekt. Noch mehr Heilung. Geil, wie er einfach das Token im Prinzip angreift. Erbärmliches Ding. Kehre beschämt zu deinem Gott zurück. Und gewonnen. Puh. Alter. Nicht ohne. Ohne Witz. Nicht ohne. Hört die Moral und stellt beim Ziel LP wieder her. Gewährt dem Ziel angefeuert. Ganz ehrlich, dann kann ich auch die nehmen, oder? Oh Gott. Macht die unheiligen Schaden irgendwie? Jo. Kann man auch den nehmen. Ja. Die haben alle irgendwelche Splitter. Welchen hat Avi nochmal? Man hier nicht. Kurisandra hat nur diesen komischen. Ah. So ideal ist das hier alles nicht wirklich. Aber wir machen es erstmal so. Hier ist noch eine Truhe. Der Feldplattenpanzer. Ich habe übrigens die blöde Befürchtung, dass dieser Kampf mein Ende wäre. Es sieht nicht so krass aus, aber ich glaube, es ist krass. Der Tiefenteufel, okay, er ist Rang 3, aber das ist trotzdem heftig. Jesus Christ! Tiefenteufel werden geboren, indem sie sich aus den Tiefen des geschmolzenen Eisengrabens herausfühlen. Sie können kein Licht, sondern nur Wärme sehen, insbesondere die Flammen von Seen, die sie verschlingen können. Läuterschlag schlägt mit einem verfluchten Hieb zu, entfernt alle temporären positiven Zustände und fügt körperlichen Schaden zu. Läuterschlag fügt zusätzlich Schaden für jeden entfernten Zustand des Ziels zu. Gott. Feuerwelle wirkt einen Feuerring und fügt allen Gegnern Urschaden zu. Allen Gegnern? Achso, in einer Reichweite von 2. Gewährt dem tiefen Teufel Dornen. Gegner erleiden 50% des Schadens, den ein angrenzender Gegner zufügt. Läuternde Waffen. Nahkampfverbündete auf dem Schlachtfeld entfernen einen positiven Zustand bei getroffenen Zielen. Das ist heftig. Das ist alles heftig. Lebenspunkte heftig, kritische Trefferchance geht. Aber ansonsten. Scheiß Berserker noch dabei. Ja, das wird ja Spaß machen. Der muss auf jeden Fall sehr schnell down gehen. So, du wartest. Der Vorteil, den wir hier haben, ist, wir können den direkt verkrüppeln. Der wird sich also nicht bewegen. Die warten. So, die Dunkelgarde. Ja. Geht das Ganze auch mal ruhig an. Seelenentzug. Könnte ich keinen mittreffen, dann warten wir hier natürlich auch so. Der wartet auch. Warum warten die denn alle? Worauf wartet ihr? Wir nähern uns. Ja, genau. Genau so wird's sein, auf jeden Fall. Sie ist einfach auf. Guckt euch das an.
Das ist doch komplett bescheuert, ey. Wie viel Schaden machen die? Ich kapier das nicht. Das ist ein Stufe 1 Vieh. Das ist nicht logisch. Wir sind der letzte Winter. Ich komme hier irgendwie bei denen schon an meine Grenzen. Was ist denn das? Ja, lauf ruhig durch. Alles gut. Perfekt. Feuer! Schütz dich in diesem Reigen des Todes. So, jetzt bist du dran. Ich bin der Berg. Am besten ist, glaube ich, das hier. Unsere Schilde sind undurchbrennt, dein Fleisch. Schön. Du kannst dich nicht bewegen. Um Gottes. Er setzt die Feuerwelle ein und die verfehlt ihn auch noch. Ich treffe den, glaube ich, nicht dann leider. Okay, Avi stellt sich ihm zum Kampf. Wir haben aber ja außerdem die Erdsperre. Weiter. Es geht heiter weiter. Reichweite 4. Kein Grund zur Eile. Von hier aus kann ich also angreifen. Genieß den Schmerz. Wir sind viele. Wie vielleicht. Nicht wilder Streich, oh mein Gott. Scheiße, was hat das für eine Reichweite? 3. Ich will sie heilen. Ihr gilt meine Angst, meine Sorge, meine ganze Hingabe. Ich muss erstmal aussetzen. So. Da sollte keiner durchgehen. Da kannst du hingehen. Das ist gut. Ihr seid zu nah. Verstummt. Eher mal. Greift beide an. Perfekt. So, er dürfte so gut wie down sein. Wenn der jetzt dran ist, ist er tot. Der ist blutend, ne? Der ist blutend. Ja, dann stirbt er. Wie viel Leben hat er noch? 58, der stirbt. Du wirst geläutert. Beim Zorn des Hohen Vaters. Eisen. Ja, perfekt. Jetzt haben wir da oben noch einen Berserker, der sich noch bewegen kann. Oh nein! Avi! Sie ist tot, oh nein! Muss Abstand halten. Ja, wir gehen mal aus dem Weg, damit der raus kann. Kein Feuer kann mich aufhalten. Wobei heilen müssen wir eigentlich gerade gar keinen. Also das Wichtigste ist jetzt, dass er hier dran glauben muss. Ich bin der Berg. Dieser Berserker hier. Zurück. Feind gefallen. Dein Fleisch ist so zart. So. Komm eher mal. Räche deine Freundin. Und Corisandre schnitzelt einfach beide weg. Du. Sauber. 82 Erfahrungspunkte. Avi, wie gesagt, leider down. Aber sie kommt jetzt zurück. Allerdings mit viel weniger Lebenspunkten als sonst. Ich meine, das waren doch sonst die Hälfte der Lebenspunkte, oder? Jetzt haben wir nur 42, ist ja kaum was, aber wir können den Lebensbrunnen benutzen. Immerhin. Ja, das war doch auf jeden Fall mal eine eindrucksvolle Schlacht. Und der Succubus ist ganz gut auch zusätzlich. Also die Kombination gefällt mir gerade nicht schlecht. Jetzt bin ich halt noch im Überlegen, was ich mit Omeriel mache. Oh. Temkanna, Herrin des Zirkels des brennenden Herzens.
Die ist auf jeden Fall für die Quest wichtig. Denn dieser Typ da draußen, der hat uns ja hier Bescheid gegeben, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich denke, dass die damit zu tun haben. Das werden wir allerdings uns erst beim nächsten Mal anschauen, wenn es wieder heißt Let's Play Disciples Liberation. Und hier aus Heurig, der feurigen Einöde, seid wieder mit dabei. Und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.